Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder was ganz Lustiges. Und zwar machen wir eine Review und zwar zu meinen Glam Light Produkten. Und zwar war das ja auch einer der Marken, die ich in 2021 testen wollte. Und ich habe hier Lidschatten, Lippen und einen Eyeliner. Also ich bin sehr, sehr gespannt und ich würde sagen, wir legen gleich los. Und zwar, ich würde sagen, wir legen gleich los. Und zwar beginnen wir mit den Lippen, weil da habe ich eben so einen Lipgloss und ich würde sagen, den gebe ich jetzt gleich drauf. Da habe ich dann noch so ein bisschen eine längere Impression davon, wenn ich währenddessen dann den Look schmink, beziehungsweise Looks. Und das ist von Glamlight, wie alle Produkte, aber es ist der Eggnog Lip Gloss. Also ist an und für sich so ein bisschen weihnachtsmäßiger Theme. Die haben ganz viele so cute Glosse. Ich wollte ja mehrere bestellen, dann habe ich mir gedacht, probieren wir mal einen und dann schauen wir mal. Wie gesagt, die Glamlight-Bestellung hat mir sehr, sehr viel in Zoll gekostet. Also würde ich das im Hinterkopf behalten, wenn ihr von der Marke bestellt. Aber jetzt schauen wir mal, ob mir die Produkte überhaupt gefallen. Das heißt, packen wir mal den Gloss hier aus. Okay, das sieht dann so aus. Also er ist jetzt nicht sehr speziell dann. Da ist noch so ein Spiegel. Er ist nicht sehr speziell von seinem Packaging dann so. Also eher mehr das Packaging. So ist sehr, sehr cute. Aber das ist dann eher mehr sehr basic Lip Gloss. Aber ich würde sagen, tragen wir den mal auf. Also ich glaube, der soll jetzt auch nach Eggnog riechen. Schauen wir mal. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Und okay. Ist ein ganz normaler Applikator, da ist jetzt nichts anderes dran. Okay, es ist ein pigmentierter Gloss, also wie ihr sehen könnt, das Pigment ist da auf jeden Fall dabei. Er riecht jetzt nicht nach Eggnog, also ich muss dazu sagen, ich habe doch die Eggnog getrunken, aber es riecht immer so nach so, weiß ich nicht, so irgendetwas, was mich jetzt nicht vom Hocker reißt. Pigmentiert ist er, es ist mehr so, also Gloss, es ist natürlich ein Gloss, aber es ist mehr so, für mich ist das mehr so Dual Lipstick, also es erinnert mich so ein bisschen an die Lipglosse von Jeffree Star Cosmetics, die Supreme Glosse, die performen so ähnlich. So sieht es jetzt aufgetragen aus. Ich finde die Farbe echt schön, ich finde die sehr so frühlingsmäßig und so, aber ist es jetzt was Specialiges? Nee. Also das Einzige, was ich da halt so ein bisschen special finde, ist das Packaging. Aber dann denke ich mir halt auch so, wird man sich das dann für immer aufheben? Vermutlich nicht. Weil wenn du so viel Make-up wie ich mir bestellst, wenn ich mir da jedes Packaging aufhebe, das sind dann ziemlich viele. Aber ja, ich meine gut, dass da so ein Spiegel ist. Ist vielleicht cute, praktisch in der Handtasche oder so. Ja. Also schauen wir mal, wie es sich jetzt oben lässt, also es fühlt sich sehr angenehm an. Die Farbe finde ich auch cute, aber es ist jetzt nicht so super specialiges eigentlich. Dann würde ich nämlich sagen, machen wir weiter und zwar mit der Eyeshadow Palette. Oh, jetzt sah ich mich schon. Ihr werdet es auch sehen und zwar kommt noch ein Make-up-Haul und da werdet ihr auch noch die anderen Sachen sehen, die ich bei Glamlight bestellt habe. Aber jetzt kommen wir mal zu dieser Palette. Und zwar, ich habe mich entschieden, ich habe ziemlich viele Lidschattenpaletten bestellt. Ich wollte aber eine Review zu der hier machen, weil ich hier einfach eine wunderschöne Regenbogenpalette habe und ich das Gefühl habe, da kann ich gut die Formulierung, weil es geht ja an und für sich mehr um die Formulierung als um das Packaging, weil da könnt ihr ja meinen Haul anschauen. Da können wir dann über das Packaging quatschen. Aber da machen wir es mal auf. Also so kommt das eben verpackt. Und so kommt das dann verpackt. Da kommt anscheinend auch ein Brush mit. Den habe ich jetzt gerade am Boden geschmissen. Ah, habe ich. Und ja, das ist so ein. Das glaube ich, ist so ein guter für den Schimmer. Kannst du da gut damit auftragen. Fühlt sich aber auch recht gut an, finde ich. Dann kommt das hier mit so einem Plastikding und so sieht die Palette aus. Richtig, richtig cool. Sieht richtig, richtig cute aus. Hinten auch richtig schön. Super, super cute, finde ich die. Und innen finde ich, sieht die auch wunderschön aus. Also die Farben sind echt traumhaft. Also so eine, glaube ich, so eine perfekte Rainbow-Palette. Ich glaube, das stellt man sich so unter einer Rainbow-Palette vor. Es ist wirklich schön, finde ich. Auch von der Qualität her finde ich, ist es sehr, sehr schön.
ich bin jetzt nur sehr, sehr gespannt auf die Lidschatten. Und ich würde sagen, wir machen zwei verschiedene Looks. Ich weiß auch nicht, ob ich Monochromatic Looks. Vermutlich eine Monochromatic und dann einen so Mischmasch-Look. So, ich werde jetzt zum Teil meine Base natürlich oben setten, weil da haben wir jetzt leider keinen Base-Set tun. Ist jetzt ja auch nicht so schlimm, muss ich dazu sagen. Also, das werde ich noch schnell setten und dann komme ich gleich wieder zurück. So, Spiegel ist keiner in der Palette, also da müssen wir ohne Spiegel machen. Ich überlege jetzt gerade, das sind so schöne Töne, ich möchte am liebsten alles benutzen, aber ich glaube, wir machen einen lilanen Look, weil ich finde, lila Töne, da kann man immer ganz schnell erkennen, ob eine Palette richtig gut ist oder so halt nicht so gut, weil lila Töne können sehr leicht patchy sein. Ich werde jetzt zuerst in den Ton Orchid reingehen und zwar ist das der hellste lila Ton hier. Und schauen wir mal, die Pigmentierung. Pigment ist drauf. Schauen wir mal, wie es jetzt am Auge performt. Ich werde jetzt hier den lilanen Look machen. Okay. Ich meine, ich habe natürlich meine Base gesettet. Das ist so wie so ein kleiner Schummler, dass sich die Lidschatten schöner verblenden lassen, werden dadurch natürlich schlechter pigmentiert. Also es ist immer so ein zweispaltiges Ding, aber dadurch, dass ich so einen hellen Hautton habe, ist es für mich jetzt nicht so der entscheidende Punkt. Ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus. Ich bin gerade echt, echt zufrieden. So sieht es bis jetzt aus. Finde ich, sieht echt, echt gut aus. Vielleicht hole ich euch so ein bisschen näher ran, damit ihr mehr sehen könnt, was hier passiert. Und dann machen wir weiter und zwar gehen mit Dark Violet rein. Und zwar ist es der hier. Und dann gehen wir mit dem nächsten Ton und zwar ist es Dark Violet. Das ist hier, das heißt, wir gehen jetzt einfach nur runter. Den werde ich jetzt so in die Crease reinpacken, um das so ein bisschen zu verdunkeln. Wow, it's amazing. Ich bin echt überzeugt gerade, Leute. Ich finde, das sieht echt schön aus. Lässt sich verblenden wie Butter. Ich muss was gar nichts machen. Also ist echt gut. Ist ein bisschen Fallout in der Palette. Mich persönlich stört das nicht. Ja, wenn es wen stört, dann es gibt Fallout. Dann würde ich mit dem Ton Indigo reingehen. Und zwar ist das dieses dünkleste. Sieht fast so aus wie ein Blau, aber ist dann echt schon noch ein Lila, aber ein richtig dunkles. Und da werden wir so jetzt ein bisschen vertiefen. So sieht das jetzt vertieft aus. Ich finde es ganz, ganz toll. Ich finde den, sieht wunderschön aus. Es hat sich verblenden lassen wie Butter. Es ist eigentlich überhaupt nicht patchy. Super, super, super. Jetzt würde ich sagen, machen wir oder packen wir jetzt den Schimmer drauf. Machen wir das gleich mit dem Pinsel. Und zwar packe ich da den Ton Purple drauf. Ist ganz easy, der hier ganz auf der Seite. Und zwar ist es der lilane Schimmerton. Ich bin jetzt sehr gespannt. Schimmertöne, die können ja immer so mein Herz ein bisschen höher schlagen. Es sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Hoffen wir, dass es so schön ist, wie jetzt ist auf dem Pinsel. Oh mein Gott. Ich brauche nicht mehr weiterreden. Das ist wunderschön. Oh mein Gott, ist das schön. I love it. Leute, ist das schön. Oh, ist das schön. Also diese Indie-Brands. Also ich war jetzt bei jeder begeistert. Ich war bei, wie heißt das? Udens Eye begeistert, Kaleidos, also Leute, diese Marken sind ja der Hit. Oh, also wenn man so, vor allem wenn man so wirklich Lidschatten-obsessed ist. Oh mein Gott, it's a dream. Also ich denke mir so, für einen Everyday Consumer ist es, ja, das finde ich eben so spannend, weil ich meine, wenn du nicht so richtig into Make-up bist, okay, wirst du vermutlich nicht so viel mit meinem Kanal manchmal anfangen, aber es gibt auch Videos, da muss man nicht Make-up-obsessed sein. Aber ich finde das, das voll spannend, weil oft so sind das so, diese Naked-Paletten kommen so bei den Everyday-Make-up-Consumers an. Und das ist auch nicht so, dass oft tragen so Leute nicht oft jeden Tag Lidschatten. Das ist schon so, da musst du schon so ein bisschen Make-up-Junkie sein. Jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit der anderen Seite. Ich weiß noch nicht ganz, was ich bei der anderen Seite machen möchte. Aber ich weiß, dass ich irgendwas Specialiges machen möchte. Und deshalb werde ich so, glaube ich, grün auf der anderen Seite machen. Ich glaube, ich habe so Lust auf grün. Ja. Das heißt, ich würde mal sagen, ich gehe mal in den Ton Lime rein. Das sieht so richtig cool aus. Weil es ist auch cool mit so einem helleren Ton. Sieht man dann auch, ob die Pigmentierung da ist oder nicht. Auf dem Pinsel ist Pigment. Ja, auch wunderschön. Wunderschön, Leute. Man muss, ich meine, ich baue es jetzt ein bisschen auf, aber
Also, das ist trotzdem, es ist Pigment da auf jeden Fall. Vor allem, wenn du die Base nicht settest, hast du da mehr wie genug Pigment und es lässt sich halt auch super verblenden. Sieht ganz, ganz toll aus. Wow, schau jetzt, wie ich das aufbauen konnte. Wow, super, vor allem für so ein Limettengrün. Wow, amazing. Ich bin echt begeistert. Ich weiß noch nicht, wie ich das verdunkeln werde, aber ich glaube, ich verdunkle das ganz basic und zwar mit dem Viridian, oh Gott, Viridian Green. Und zwar ist es das hier. Und da werde ich das jetzt so ein bisschen verdunkeln damit. Ich weiß nicht, ob das die perfekte Kombination von Grüntönen ist, aber das finde ich funktioniert recht gut. So, ich wollte jetzt an und für sich wollte ich den Cardamom Yellow nehmen. Aber ich habe mir dann gedacht, nee, den kann ich super für Inner Corner. Machen wir lieber einen anderen Ton. Und wir möchten natürlich so viele Töne, wie es geht, in der Palette austesten. Auch wenn mein Feedback, glaube ich, schon ziemlich fix ist. Aber trotzdem würde ich dann Electric Pink packen wir jetzt drauf. Das heißt, ich finde ja so grün und pink, ich mag ja die Kombination. So, es ist wunderschön. Aber ich glaube, es sind so ein bisschen Töne, wo ich euch empfehlen würde, vielleicht eine Cut Crease zu machen, wenn ihr mit unterschiedlichen Farbtönen reingehen möchtet. Weil es ist jetzt dadurch ein bisschen, hat sich der Pinkton so ein bisschen verändert. Also das ist das Einzige, was ich euch empfehlen würde, weil es ist jetzt vielleicht beim Lila wie im Pink, dass ihr das in Betracht zieht. Also die Töne vermischen sich dann ziemlich gerne. Was ja cool ist, weil man kann dann halt so Farben ändern und so in der Palette. Aber es macht doch, dass die Schimmertöne ein bisschen anders dann wirken, wie jetzt dann geplant. Das heißt, bei den Schimmertönen, wenn man mit Farben spielt, Cut Crease würde ich da schon empfehlen. Auch wenn ich jetzt kein Fan bin von Cut Crease ziehen, manchmal ergibt es schon Sinn, Leute. Dann würde ich sagen, mache ich oben meine Mascara drauf und dann machen wir unten weiter. So, meine Lieben. Und zwar, ich habe jetzt nur ein Auge getuscht und das liegt daran, dass ich, intelligentes Kind, vergessen habe, einen Eyeliner ziehen wollte ich. Das heißt, wir werden jetzt den Eyeliner nur auf dem einen Auge machen. Und zwar habe ich mir nämlich dann einen Eyeliner gekauft, auch von Glamlet. Und zwar ist das der Calligrapher Waterproof Eyeliner. Ich bin ja an und für sich nicht so der Eyeliner-Typ. Vor allem nicht mit Eyeshadow, aber das machen wir trotzdem heute. Ich bin gespannt, wie es läuft. So sieht auf jeden Fall der Eyeliner aus. Ich zeige euch jetzt. Ich finde das echt cool mit der Feder. Also es soll ja dieses alte. Scheiße, habe ich da über Lidschatten. Alte. Wie heißen die? Füllfedern darstellen. Ich würde sagen, machen wir ihn mal auf. Okay. Es ist nicht einmal so ein Dip-on-Eyeliner, sondern es ist nur so ein Clip. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber es ist keiner die man so rauszieht und eintunkt, auf die von Essence, sondern es sind diese, so ein Stift-Eyeliner ist das. Ich würde sagen, ich ziehe mir jetzt einen Eyeliner-Strich. Da werde ich definitiv nicht mit euch reden, weil da muss ich mich konzentrieren. So, Meinung zum Eyeliner finde ich war echt, hat super easy funktioniert. Ja, also das war jetzt super easy. Ja, war super easy. Ich würde sagen, ich schaue dann, ob er dann irgendwie zu krümeln oder ob sonst irgendwas Komisches ist. Aber so finde ich den echt, echt gut. Also, wenn man brennt auch nichts oder so. Also, bis jetzt ist da alles top, muss ich sagen. Also, wirklich ein guter Eyeliner, ja. So, jetzt ist Mascara oben. Jetzt machen wir weiter. Und zwar würde ich hier, wollte ich. Es wird kein Monochromatic Look, weil wir möchten natürlich so viele Farben wie möglich austesten. Und auf der Seite würde ich gerne mit dem Yellow reingehen. Und zwar ist das Yellow Ochre. Das sind so komische Namen. Ich bin nicht ganz verwirrt hier. Und schauen wir mal, wie es performt. Ist auch super pigmentiert. Also die sind echt schön pigmentiert, Leute. Ich finde die auch ganz, ganz toll. Das Einzige ist vielleicht Fallout, wenn das einen stört. Aber mich persönlich ist das jetzt nicht so ein Problem. So, ich werde das jetzt so gelb lassen. Ich finde das irgendwie cool. Und mit Mascara wird das dann alles noch schön ineinander sich verbinden. Auf der anderen Seite werden wir mit dem Pinken reingehen. Ja, weil da machen wir Pink einfach. Und zwar ist das die Farbe Magenta. Und das ist das Pink hier. Und da gehen wir mal rein. Pigment ist auf jeden Fall da. Also ich glaube, das wird hier jetzt auch
Ja, performt auch ganz, ganz toll. Ich finde das ja super spannend. Und zwar diese Töne sind so formuliert, dass sie eben leicht verblenden, aber dadurch kannst du sie auch miteinander verblenden. Und das finde ich irgendwie super, super spannend. Ich werde jetzt unten Mascara auftragen. Ich schaue so ein bisschen sehr crazy aus. Vor allem das Auge, finde ich, sieht so ein bisschen. Hello! Aber ich mache jetzt unten Mascara. So, jetzt würde ich sagen, machen wir weiter. Und zwar tragen wir jetzt ein bisschen Inner Corner auf. Und zwar auf der Seite brauchen wir so ein bisschen einen Brightener. Und werden jetzt mit dem Ton Titanium White. Ich glaube, das ist so ein Duochrome. Ein Duochrome ins Pinke. Oh, die sind so soft, die Schimmertöne. Ich liebe ja, wenn die so soft sind. Die sind dann oft so richtig Bam on the Eyes. Deshalb schauen wir mal, ob das jetzt so. No, es ist so, oh mein Gott, ist das schön. Okay, ich dachte, es ist so ein pinkes Duochrome. Ist es aber irgendwie nicht. Ich glaube, es ist so ein Multichrome. Wow, ist das hübsch, Leute. Ist wunderschön. Oh mein Gott, das ist, finde ich, so feenmäßig. Da ist so richtig, wow, es ist, puh, wunderschön, Leute. Richtig, richtig schön. Ich glaube, es ist ein Multichrome. Ich werde natürlich die Palette später auch noch swatchen. Das heißt, da werden wir es noch ganz inspektieren. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt den Inner Corner hier. Und zwar gehen wir mit der Farbe Canadian Yellow. Und zwar das, was ich vorhin eigentlich auf dem Lid packen wollte. Aber das packen wir jetzt in den Inner Corner. Ich hoffe, das ist jetzt mehr gelb oder es wird mehr grün sein. Das wird jetzt das Spannende sein. Also es sieht jetzt hier gelb aus. Könnte jetzt sein, dass es mehr grün ist. Kommt drauf an, wahrscheinlich, was man drunter hat. Aber ich finde es wunderschön. Ich finde beide Looks auch super, super hübsch. Also hier haben wir den einen Look. Richtig, der ist richtig cool, finde ich. Und man sieht hier richtig schön, was ich gemeint habe. Also die Farben lassen sich ineinander verarbeiten sozusagen und deshalb lassen sie sich auch so wunderschön verblenden. So sieht es auf der Seite aus. Finde auch richtig, richtig schön. Ganz toll. Ich finde beide Looks richtig cool. Es ist natürlich, ich würde mich, hätte mich wahrscheinlich, ich hätte andere Looks geschminkt. Hätte. Wenn ich nicht sozusagen den Hintergedanken hätte, ich möchte so viele Töne wie möglich austesten. Aber das ist natürlich das in einer Review und deshalb haben wir das so gemacht. Aber ich muss sozusagen, ich finde die Looks trotzdem super, super cool. Wir werden jetzt swatchen und zwar habe ich mir gedacht, machen wir das so. Das heißt, wir machen die Matten zuerst. Das heißt, ich gehe von den Rot so hoch, so hoch, so hoch, so hoch, so hoch, so hoch. Und dann machen wir genau dasselbe mit den Schimmertönen. Also wieder so werde ich dann hingehen. Das heißt, ich mache Handswatches. Ich hoffe, das ist für euch okay. Und ich mache auch nur einen Swatch. Das heißt, ich werde jetzt nicht mit 100.000 Schichten haben. Einfach um zu sehen, wie sie mit einer Schicht performen. Wie sind die Swatches? Ist immer so ein bisschen interessant, finde ich. Und deshalb gehen wir gleich mit dem ersten Ton herein. Und zwar ist es Crimson Red. Also die Pigmentierung. Ja. Bist du wahnsinnig? Das sind so Swatches, die du dir nur wünschen kannst. Zumindest das Rot hat jetzt wirklich super schön geswatcht. Dann haben wir, okay, das ist jetzt nicht ganz so pigmentiert, aber trotzdem auf jeden Fall Pigment. Aber das Rot war jetzt echt crazy. Und zwar war das Pink war jetzt Magenta. Und dann machen wir Coral Red. Okay, der ist ein bisschen trockener. Ich vermute, ja, da wird das Swatch jetzt nicht so gut sein. Aber ich glaube, auch von dem Auge ist das sicher auch schön. Dann haben wir Tangerine. Und zwar ist das das Orange. Das ist auch sehr, sehr trocken. Vom Swatch. Okay, das sieht man kaum. Oh, das hätte mich jetzt sehr interessiert, wie das am Auge performt. Ich glaube, man hätte es aber auch am Auge wunderschön aufbauen können. Aber es ist ein bisschen. Also, das Rot ist ein Unterschied. Jetzt machen wir mal Yellow Orchid. Ja, also man sieht, das Gelb ist auch sehr, sehr trocken und hat aber für mich am Auge sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, das ist einfach dann so ein bisschen unterschiedlich. Manche sind mehr sozusagen cremig und manche sind mehr trocken. Dann haben wir Lime. Ja, es liegt halt an den hellen. Die hellen Töne sind halt nicht so pigmentiert, vor allem das Rot. Also das Rot ist halt echt krass. Das ist Wahnsinn. Man sieht halt an den Tönen, dass sie die helleren Töne immer leichter pigmentiert sind. Aber ich finde, am Auge hat das super funktioniert. Ich habe das Grün und das Gelb benutzt und die haben für mich beide funktioniert. Das Pink habe ich auch funktioniert.
funktioniert ja schon. Habe ich auch benutzt und das hat auch funktioniert. Aber es ist natürlich pigmentierter jetzt von den Swatches her wie die helleren. Aber das ist jetzt, glaube ich, nichts Dramatisches. Das ist einfach so. Jetzt bin ich sehr gespannt. Natürlich. Okay, also die Heads up. Wir haben hier deutliche Staining-Gefahr. Ich hatte jetzt das wahrscheinlich nicht länger als eine Minute oben. Und es ist schon ein bisschen Staining. Ich kriege es jetzt natürlich runter, aber wenn euch das stört, das ist aber oft so mit Pigmenten, die stainen einfach, es ist oft nichts Gefährliches, wenn man nicht allergisch dagegen ist, ist es einfach, die Haut färbt sich nach dem Pigment, aber es kann natürlich ein bisschen annoying sein. Mich persönlich stört es überhaupt nicht, ich klatsche am nächsten Tag wieder genauso viel Make-up drauf und keiner weiß was davon. Jetzt machen wir weiter und zwar ist es Turquoise und zwar den Ton haben wir gar nicht probiert. Ja, der ist auch schlechter pigmentiert, liegt aber wie gesagt, glaube ich, daran, dass er ein heller Ton ist. Dann haben wir Viridian Green, der vermute ich jetzt wird sich wahrscheinlich wieder besser swatchen lassen. Meine Vermutung hat sich nicht getäuscht. Dann machen wir weiter mit Azure und zwar ist das dieser blaue Ton. Gut, der swatcht sich jetzt nicht so gut. Interessant. Ich bin jetzt auch gespannt auf die lila Töne, ob die sich alle gleich swatchen. Und zwar haben wir einmal Orchid. Und zwar ist der hellere. Okay, der wird sich, glaube ich, gut swatchen. Oh, gar nicht so toll. Aber wunderschön sieht das Swatch aus. Das helle Lila sieht richtig, richtig schön aus. Dann machen wir weiter mit Dark Violet. Okay, die swatchen sich super, super schlecht, die lila Töne. Lustig. Obwohl sie am Auge echt wunderschön waren. Also ich hatte da überhaupt keine Probleme damit. Aber wie gesagt, ich muss ja persönlich sagen, mir ist es lieber, sie swatchen schlecht und dafür performen sie gut am Auge. Aber ja, die lila Töne, das war jetzt dann noch Inigo, sind echt jetzt nicht so der Hit. Sieht mehr so nach einer Pastellpalette aus. Aber wie man gesehen hat bei meinem Auge, also es hat sich super aufbauen lassen. Also das sind jetzt nur die Swatches. Ich persönlich finde nicht, dass das jetzt irgendwas heißt. Also ihr könnt sehen, da ist super viel Pigment auf dem Auge. Also ja, heißt jetzt nichts. So, jetzt kommen wir zu den Schimmertönen. Und zwar beginnen wir da mit Titanium White. Das ist so eine ganz, ganz, was soll man dazu sagen? Ja, das ist ein Multichrome auf jeden Fall. Also jetzt sehe ich es hier auch wunderschön. Es ist ein Multichrome. Wunder, wunderschön ist es auf jeden Fall. Da machen wir weiter mit Electric Pink. Das ist ja das Pink, das habe ich auch benutzt. Ja, die Schimmertöne. Leute, die sind wunderschön. Aber das habe ich schon gesagt. Also die Schimmertöne finde ich auch ganz, ganz toll. Auch dieser Ton hier lässt ein bisschen ein Staining hinter sich. Also es ist, sie sind halt sehr, sehr pigmentiert und deshalb hinterlassen sie auch Staining. Mich persönlich, wie gesagt, stört es nicht. Nur zur Info. Da haben wir jetzt Cardamom Yellow. Die sind auch, they're gorgeous. Die sind wirklich wunderschön. Dann haben wir Aqua und zwar ist es dieses türkise blauliche. Das ist so ähnlich wie das, was wir in der Udens Eye Palette hatten. Wunderschön. Dann haben wir dann Cobalt Blue. Wunderschön. Die sind wunderschön, diese Schimmertöne. Also ich finde die ganz, ganz toll. Das ist halt so meins. Also so Glitzer, so richtig Bam in your face. Ich weiß, es gibt Leute, die mögen mehr so dezenten Schimmer. Dazu gehöre nicht ich. Also ich liebe so richtigen Bums. Das ist so total meins. Das letzte war jetzt dann die Farbe Purple. Und so sehen die Swatches aus. Amazing. Also die sind echt traumhaft. Also die Schimmertöne sind echt, die swatchen sich so schön, wie sie am Auge auch sind. Das Einzige ist bei denen Cut Crease, weil die verblenden sich so mit den matten Tönen und dann kann das so ein bisschen komisch ausschauen, weil das sieht jetzt nicht nach einem Pink aus, das sieht irgendwie nach, ja, jetzt auch wegen dem Eyeliner, aber es ist ein bisschen Cut Crease. Also da würde ich euch wirklich eine Cut Crease empfehlen. So, meine Lieben, jetzt kommen wir zur Final Opinion. Was ist meine Meinung zu den Produkten? Ich würde sagen, ich beginne mit dem Gloss. Und zwar, ich finde den Gloss nicht schlecht. Das Tragegefühl ist angenehm. Ich hatte jetzt auch keinen Lippenstift auf den Zähnen. Vielleicht doch. Werde ich dann während dem Schneiden erkennen. Aber ich finde ihn cute. Ich finde ihn süß. Ich finde nur
Für mich persönlich würde ich ihn jetzt dafür extra aus Amerika bestellen. Nein, einfach weil ich sage, dafür muss ich jetzt nicht extra Zoll bezahlen und so. Ich meine, das ist ein teurer Lipgloss dann im Endeffekt und dafür muss ich es jetzt nicht unbedingt. Das Packaging so ist jetzt überhaupt nicht special. Es könnte Milani, es könnte was auch immer sein. Es ist einfach nicht special genug dafür. Packaging, wo er reinkommt, ist super, super cute. Für mich ist er einfach nicht das Geld bzw. den Aufwand wert. Und deshalb ist es für mich ein No. Aber das Produkt an sich ist nicht schlecht. Also nur so zur Info. Machen wir weiter mit dem Eyeliner. Also dadurch, dass ich jetzt nicht so der super Eyeliner-Profi bin, finde ich den echt gut. Für mich hat er jetzt auch die paar Dinge hat er auch gehalten. Ich habe jetzt auch so ein bisschen dran gerubbelt. Er hat sich nicht verschmiert. Das heißt, er ist auch getrocknet. War auch super easy eigentlich den Eyeliner zu ziehen. Also ich finde den an und für sich gut. Wie gesagt, würde ich da jetzt extra eine Order deshalb machen? Nee. Aber jetzt, wo ich mehrere Produkte bestellt habe und den auch bestellt habe, warum nicht? Ich finde, der ist gut. Würde aber vielleicht sagen, vielleicht gibt es leichtere Alternativen in der Drogerie oder halt immer, wo man leichter zugreifen kann. Also wenn man nicht in Amerika lebt, ist es halt ein bisschen kompliziert, einen Eyeliner, den man halt doch regelmäßig, wenn man das benutzt, nachkaufen möchte, ist das vielleicht ein bisschen kompliziert. Aber an und für sich finde ich den echt, echt gut und war da auch positiv überrascht, beziehungsweise finde den gut. Dann machen wir weiter. Einmal zum Pinsel, der in der Palette gekommen ist. Ich finde den echt gut. Der hat für mich super performt. Das heißt, das ist für mich ein Pinsel, den ich durchaus verwenden werde. Also der wird in meiner Collection definitiv bleiben und auch benutzt werden zur Palette an sich. Ich finde die Palette echt, echt gut. Qualität richtig, richtig gut. Ich hoffe, dass die anderen Produkte genauso performen, aber ich vermute schon, zumindest die Palette ist super, super toll. Die kann ich euch nur empfehlen. Finde die Schimmertöne großartig. Die matten Töne haben sich super verblenden lassen. Das Einzige ist halt Cut Crease definitiv, wenn ihr die Schimmertöne auftragt, weil das eben eine Formulierung ist, die sich miteinander verbindet und da kann das so ein bisschen muddy aussehen. Und das möchte man natürlich nicht, wenn man so tolle Farben hat. Aber an und für sich finde ich die Palette echt großartig. Ich finde das auch richtig cool mit dieser Farbpalette und so. Es ist richtig cool gemacht. Die Idee von der Person, der das auch gehört, Glamlight, amazing. Es ist richtig, richtig cool. Finde ich top. Also ich würde sagen, alles eigentlich gut. Bis auf, dass mir der Lipgloss nicht special genug war, aber er war auch nicht schlecht. Das heißt, im Großen und Ganzen finde ich Glamlight richtig, richtig cool und kann es euch nur empfehlen. Und das war sozusagen meine Meinung zu Glamlight. Ich finde, das war richtig cool. Haben wir richtig so viele Neues erlebt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo hier habt ihr ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und da würde ich mich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir wirklich alles in die Kommentare. Ich liebe es, von euch zu hören. Und dann könnt ihr mich auch gerne auf Instagram DM. Da bin ich natürlich auch für euch da. Ist immer alles in der Infobox verlinkt. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!